Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen
und töteten. Sie sprachen aber: Schau nicht auf das Geld, auf das Geld, auf das Geld, auf das Geld. Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu dienen dieser Hunger? Wozu, 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 wozu dienen dieser Hunger? Dieses Wasser, dieses Wasser, teurer Mann. Leib
ging hin der Zwölfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriet.